So, liebes Internet, eine der tollsten Webseiten steht jetzt zur Übersetzung in alle möglichen Sprachen zur Verfügung, und zwar die Khan Academy. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich klicke nur mal kurz rein, um euch zu zeigen, wie genial das ist. Und zwar, ja, kann man dort alles lernen, kostenlos. Und ja, eines der genialsten Features ist, dass man hier zum Beispiel Matheaufgaben lösen kann, ohne dass einem der Lehrer im Nacken sitzt. Auf der anderen Seite hat auch der Lehrer die Möglichkeit, sich dann die Ergebnisse der Schüler anzugucken. Ich werde da nochmal genauer drauf eingehen, was das alles bedeutet, und zeige euch in diesem Tutorial aber nur kurz, wie man dabei hilft, das einzurichten. Oder wie man dabei hilft, das zu übersetzen. Also, wir gehen auf den ersten Link, der unten in der Beschreibung steht, crowdin.net/join, und melden uns da an. Da ich so ein fauler Typ bin und nicht viel auf meine Privatsphäre gebe, nehme ich einfach Facebook und verbinde mich dort mit Facebook. Ja, bla bla bla. Ich sag mal einfach zu allem ja. Genau. Also, ihr könnt natürlich auch eure E-Mail-Adresse verwenden. Ich muss einen anderen Username nehmen. Das ist Alex Burger. Ich hoffe, der ist noch nicht da. Gut. Also, man erstellt sich erstmal einen Account. Jetzt aber. Erstellt sich einen Account. Dann geht man auf Edit Profile, hier oben in der Ecke, oben rechts in der Ecke. Das war ich vielleicht zu schnell, aber es ist oben rechts in der Ecke. Und dort gibt es hier unten bei Assistant Language, Native Language, German, Assistant Language, nehme ich mal Englisch und sage Update Settings. Okay. Damit wäre ja wohl alles angeschlossen. Okay. Und jetzt gehe ich auf den nächsten Link. Das wäre dann crowdin.net/project/CanAcademy. Findet ihr auch wieder bei YouTube in der Beschreibung. Und da klicke ich jetzt auf German, weil ich will ja ins Deutsche übersetzen. Und ja, klicke auf den grünen Translate-Button. Dann dauert es nicht mehr lange und ich kann Satz für Satz alles übersetzen. Und das Tolle ist, sobald wir alle Sachen übersetzt haben, kann es losgehen. Deutschen Schülern und deutschen Lehrern steht diese Plattform zur Verfügung. Und ja, in Amerika gab es unglaublich gute Ergebnisse, weil halt jeder nach seinem eigenen Tempo lernen kann und nicht mehr auf den Fluss der Klasse angewiesen ist. Ist es wirklich so, dass die meisten Schüler unglaublich gute Ergebnisse erzielen. Also sie holen sozusagen das Maximum raus. Ja, das Maximum raus, was Sie dort erreichen können. Okay. Also, hier Lessons Delivered. Naja, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich mich jetzt daran trauen würde. Ich nehme doch lieber Enter Your E-Mail. Trage deine E-Mail-Adresse ein. Okay, und senden. Und so weiter. Also, sprich, hier werden diverse Sachen einfach eingetippt. Ihr könnt euch mal Nachmittag hinsetzen, vielleicht auch nur 10 Minuten. So viele Sachen sind es insgesamt gar nicht. Also, ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt, weiß ich nicht, vielleicht bis Ostern schaffen. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich meine, wir sind doch viele hier im Internet. Also, haut rein. Ja, übersetzt einfach die Webseite und es kann losgehen mit der Bildungsrevolution in Deutschland. Einen wichtigen Punkt, bevor ihr mit dem Übersetzen startet: Wir duzen alle Besucher der Plattform. Das hat einfach damit zu tun, dass niemand Angst vor der Plattform haben soll, dass sie nicht von oben herabredet, sondern dass die Plattform auf Augenhöhe kommuniziert. Also wenn ihr übersetzt, dann duzt die Leute. Das ist sozusagen das Motto der Khan Academy. Im Amerikanischen geht er auch immer sehr persönlich vor, versuchen das auch in den übersetzten Videos zu machen, und genauso sollte es auf der Plattform sein.